Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Heimspiel gegen den TSV 1860 München am Samstag um 14 Uhr hier im Eintrachtstadion. Tageskassen und Stadiontore öffnen um 12.30 Uhr. Es gibt im Vorfeld aber auch noch genügend Tickets an den Vorverkaufsstellen. Hier auch wieder der Hinweis und die Bitte, die auch zu nutzen. Und wir rechnen mit bis zu 2000 Gästefans, die ihre Mannschaft aus Bayern hierher begleiten werden. Ja, dann ist die Fragerunde eröffnet. Lars Rücker, Braunschweiger Zeitung. Herr Schubert, wie sieht es personell bei Ihrer Mannschaft aus? Ja, Steffen Kanzer logischerweise gesperrt und Marc Fitzner auch. Ansonsten sind die Spieler soweit alle im Training. Felix Burmeister fehlt noch, der ist jetzt wieder im Lauftraining. Und ja, ansonsten sind alle Spieler im Training gewesen. Zwei Spiele Sperre für Steffen Kanzer. Finden Sie das gerechtfertigt? Ja, hilft ja nichts. Ist ja so, ich brauche... Es ist immer schwierig, die Situation zu kommentieren. Haben jetzt in den letzten Wochen auch ein paar Spiele gehabt, wo ein Spieler dann nur ein Spielsperre bekommen hat, auch in der zweiten Liga. Es schließt sich mir nicht, wann eins und wann zwei, aber es ist, wie es ist. Man kann es nicht ändern. Da sind wir machtlos. Behalte das Mikro doch gleich. Ja, Sie müssen auf jeden Fall zwei Spieler ersetzen. Gibt es da schon Überlegungen, wie das geschehen wird? Ja, ja, klar. Also natürlich machen wir uns Gedanken darüber. Auch in der Woche bereiten uns immer auf den Gegner vor, gucken auch, wie der Gegner dann organisiert ist, wie er grundsätzlich spielt, wie das am besten bei uns passen kann. Werde ich jetzt natürlich noch nicht im Detail verraten, aber klar, da haben wir schon unsere Überlegungen und da gibt auch eine Reihe von Spielern, die sich auch anbieten. Und deswegen werden wir, denke ich, da auch eine ganz gute Lösung finden. Nils Rütten kehrt nach abgesessener Sperre wieder zurück. Hm. Ist er schon wieder eine Option dann für den Kader? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Mit Marc Fitzner ist der Elfmeterschütze der letzten Wochen jetzt ein Spiel gesperrt. Sollte es dazu erneut kommen, wer darf denn an den Punkt treten? Ja, Bernd und Kiwi sind so die beiden Nächsten, die dann folgen. Das ist so die Reihenfolge, die wir haben. Würde mich freuen, wenn es einen Elfmeter gibt. Nicht, dass wir nicht gerne auch mal ein Tor aus dem Spiel heraus erzielen würden. Aber klar, also Elfmeter jetzt war ja auch wieder eine Geschichte, wo einfach auch Manuel Janser mit Mut auch in den Strafraum reingeht, einen Haken schlägt, einfach auch ein 1-gegen-1 sucht. Und dann erzwingt man das ja dann letztendlich auch. Aber ich denke, wir haben noch den einen oder anderen Schützen, der auch einen ganz guten Elfmeter schießen kann. Was muss denn Ihre Mannschaft vielleicht noch einen Ticken besser machen, um wieder mehr Gefahr aus dem Spiel heraus zu kriegen? Ich finde schon, dass wir Gefahr ausgestrahlt haben, dass wir auch eine Reihe von Torschüssen im Gegensatz zu Lotte jetzt auswärts, für uns war es ein Auswärtsspiel. Ich glaube, wir haben insgesamt 3 oder 4 sehr klare Torschancen. Wir haben den Elfmeter, wir haben in der Anfangsphase Robin Becker mit Kopfball, Kiwi mit Schuss, Manuel Janser steht fast allein vorm Tor, verzieht ihn knapp hinten am zweiten Pfosten. Das sind schon 3, 4 richtig gute Torchancen. Dagegen stand jetzt in der 90. Minute eine von Lotte. Damit können wir eigentlich so ganz zufrieden sein, wenn das Verhältnis immer so ist. Aber wir können in der Tat vorne das einfach gefährlicher ausspielen. Wir haben gerade in der zweiten Halbzeit 2, 3 richtig gute Kontersituationen, wo wir zu schnell spielen und einen Tick zu hektisch spielen. Beispielsweise, wenn Sie sich erinnern, eine Kontersituation, wo sich Hoffi auf der linken Seite durchsetzt und dann sofort querspielen will und der gegnerische Spieler abfängt, wenn er dann nochmal 3, 4 Meter weiter geht und dann querspielt auf, ich glaube, Marcel war es im Zentrum, steht der alleine. Ah, Jari Otto, relativ frei vom Tor in den letzten Minuten noch. Also schon 4 gute Chancen. Also Torgefahr strahlen wir schon aus, aber wir können das noch ein bisschen besser verwerten, ein bisschen besser finalisieren, mit ein bisschen mehr Ruhe, Präzision im gegnerischen Strafraum. Das sind Dinge, daran arbeiten wir. Aber ich finde schon, dass wir da schon die ein oder andere Torchance kreieren und auch Torgefahr ausstrahlen. Ich glaube, alle Standardsituationen von uns waren richtig gefährlich. Also das war schon okay. Sie haben mir in Köln gesagt, einer Mannschaft, die da unten drin steht, der fehlt auch manchmal so ein bisschen die Leichtigkeit, das Selbstverständnis. Inwieweit hat sich Ihre Mannschaft das denn in den letzten Wochen zurückgearbeitet? Mit jedem Zweikampf, mit jedem guten Spielzug, mit jedem
mit jeder kreierten Torchance gewinnst du natürlich ein bisschen an Selbstvertrauen. Nichtsdestotrotz ist Fußball immer eine Kopfsache, in der es auch darum geht, wie sich ein Spiel entwickelt, in der Kleinigkeiten dann auch Spiele kippen können. Es gibt Situationen, da ist eine Mannschaft klar spielbestimmt, auch wenn du 1-0 führst, das ist immer ein Ergebnis, das schnell kippen kann. Und dann plötzlich hat der Gegner so eine Torchance und urplötzlich kippt dein Spiel, weil diese Torchance dem Gegner wieder das vermittelt, wir sind noch da, wir können. Die andere Mannschaft fängt an zu überlegen und schon können so Situationen kippen. Deswegen, da müssen wir weiter dran arbeiten, dass wir natürlich auch mutig sind, Selbstvertrauen weiter aufbauen, auch unter Druck versuchen, gut zu funktionieren. Aber das gilt nicht nur für uns, das gilt für alle Mannschaften. Und ich kann mich erinnern, dass irgendwann im Laufe der Saison, wenn man jetzt mal in den ganz höchsten Bereich schaut und Pep Guardiola mit Manchester City betrachtet, dann haben die, glaube ich, die fielen alles weg das ganze Jahr. Und dann haben die plötzlich mal ein Unentschieden und dann noch eins. Und dann irgendwann sagt Pep, also der Mannschaft fehlt Selbstvertrauen. Gehören zu den absoluten Top-Mannschaften Europas mit absoluten Top-Spielern. Gilt für alle. Also es geht immer wieder darum, mutig zu sein, konzentriert zu sein, unter Druck zu funktionieren. Das ist nicht immer einfach. Aber die Mannschaft hat das jetzt in den letzten Wochen gut gemacht und ich hoffe natürlich auch, dass wir das weiter so machen. Wie ist der Gegner einzuschätzen? 1860 ist eine sehr zweikampfstarke Mannschaft. Eine Mannschaft, die körperlich sehr, sehr robust ist, individuell sehr, sehr gut ist. Haben natürlich auch gerade mit Owusu, mit Mölders vorne zwei sehr, sehr gefährliche Stürmer, zwei körperlich präsente Stürmer. Spielen es meistens aus dem 4-4-2. Und ja, ich denke, wenn man die Tabelle sich anschaut, die Ergebnisse sich in den letzten Wochen anschaut, dann zeigt es schon, dass 60 im Moment eine der besten Mannschaften in der Liga ist und sehr, sehr gut aufgetrumpft hat. Und es ist ein harter Brocken am Wochenende. Aber wir sind natürlich nicht chancenlos. In dieser Liga ist niemand chancenlos. Du hast in jedem Spiel die Möglichkeit, auch eine Mannschaft zu schlagen, die vielleicht besser ist als du oder besser postiert ist gerade als du in der Tabelle. Das ist immer möglich und das werden wir versuchen. Dann gehen wir einmal an Ihr Verfahren, Kollegin. Herr Schubert, seit 7 Spieltagen jetzt mittlerweile ungeschlagen. Trotzdem ist alles so super eng in der Tabelle. Sie haben es gerade schon angesprochen. Frustriert das trotzdem so ein bisschen, dass immer noch die Angst nach unten, wenn man nach unten schaut, ist? Oder was macht das mit der Mannschaft? Ist trotzdem eine super positive Stimmung gerade da? Wie sieht es da so aus? Warum sollen wir frustriert sein? Das wäre ja völlig absurd, wenn wir frustriert wären. Dann müssten ja aber noch 6, 7 andere Mann, die müssen ja alle frustriert sein. Also wenn ich die Frage richtig verstehe und ich drehe das Ganze mal rum, dann müssten ja die Mannschaften, die weit, weit vor uns standen, wir waren Tabellenletzter, wir hatten 8, 9 Punkte Rückstand auf das rettende Ufer oder auf diese Position über dem Strich, wie man so schön sagt, dann müssten die anderen ja viel frustrierter sein als wir, weil wir diese ganzen Punkte aufgeholt haben. Aber ich glaube, die sind auch nicht frustriert. Es ist einfach so, dass in der Liga das sehr, sehr eng ist. Es gibt 3, 4 Mannschaften, die kämpfen um den Aufstieg. Dann hast du vielleicht 2, 3 Mannschaften, die sind irgendwo relativ sicher. Aber alle anderen sind noch nicht sicher. Ich habe das immer wieder gesagt. Ich glaube auch nicht, dass du mit 40, 41 oder 42 Punkten die Liga halten wirst. Und wenn man auf die Tabelle guckt, wer 41, 40 oder so Punkte hat, das sind noch eine ganze Menge Mannschaften. Alle müssen noch punkten, alle müssen noch versuchen, sich da bis zum Ende der Saison eine gute Position zu verschaffen. Deswegen gibt es für uns jetzt überhaupt keinen Grund, frustriert zu sein. Wir haben eben gerade selber gesagt, sind jetzt seit 7 Spielen ungeschlagen, warum sollten wir frustriert sein? Aber wir sind uns der Tatsache bewusst, das habe ich von Anfang an gesagt, dass das wahrscheinlich bis zum letzten Spieltag eine ganz, ganz enge Situation wird und wir bis zum letzten Spieltag auch kämpfen werden müssen. Das ist völlig normal. Das war jetzt, dass wir jetzt überhaupt zu diesem Zeitpunkt schon so den Anschluss geschafft haben, das hätten wir ja gar nicht vermutet oder die wenigsten hätten das vermutet. Wenn ich ihnen das gesagt hätte, dann hätten sie wahrscheinlich gesagt, ist aber sehr optimistisch. Deswegen, also wir sind alles andere als frustriert, aber wir sind auch nicht euphorisch. Wir sind einfach, gucken uns das sehr realistisch an, arbeiten konzentriert Woche für Woche. Was machen wir gut? Was müssen wir verbessern? Und nichts anderes. Also es ist ein toller Beruf für die Jungs, die spielen dürfen, für uns im Trainerstab. Es macht riesig Spaß, es ist eine tolle Sache, in dem Bereich zu arbeiten. Und Frustration, ja, vielleicht mal nach dem Spiel, wenn es mal nicht so gut gelaufen ist, dann ist man ein bisschen traurig oder verärgert. Aber
hast ja immer die nächste Woche schon wieder die Gelegenheit, das besser zu machen. Das Hinspiel damals Ende Oktober war Ihr erstes mit Eintracht Braunschweig. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern als Trainer. Dunkel. Ja, was hat sich in Ihren Augen auch seitdem verändert? Also klar, mit Blick auf die Tabelle braucht man nicht drüber reden, aber auch so in der Mannschaft. Also es ist ja wahrscheinlich ein ganz anderes Wir-Gefühl jetzt auch, oder? Ja, wir haben sicherlich einen schwierigen Prozess hinter uns. In der Hinrunde, da waren gerade die ersten Wochen für mich deshalb schwierig, weil, das hört sich jetzt komisch an, aber es gab für mich irgendwie wenig Ansatzpunkte. Es war nicht leicht, irgendwie einen Ansatz zu finden, weil in keinem Bereich irgendwo so diese Stabilität drin war, ob das spielerisch jetzt war, defensiv, offensiv, vom Mannschaftsgefüge, auch vom Umfeld. Es war alles sehr instabile Situation und da mussten wir erstmal eine ganze Reihe von Überlegungen anstellen, wie wir das ordnen, die ganze Geschichte. Und für mich galt es dann im Nachhinein, gerade so die ersten Wochen, wo du dann immer noch mal eine Information mehr bekommst und noch mal einen Hinweis mehr bekommst, und das habe ich jetzt nicht so erwartet, das habe ich jetzt nicht so erwartet, das sind dann so kleine Problematiken, die dann so ein Gesamtbild ergeben. Und so haben wir versucht, eben ja Woche für Woche daran zu arbeiten, da eine Lösung zu finden, haben dann darüber gesprochen, dass wir in der Winterpause ein paar Dinge verändern müssen, haben schon zum Ende der Hinrunde dann so ein kleines, ich glaube, das war im Grunde genommen mit dem Spiel in Münster, das war für uns so ein kleiner Schnitt, wo wir dann gesagt haben, okay, wir haben an bestimmten Dingen gearbeitet, das war nach der Länderspielpause, aber es war nicht so umsetzbar in der Personalsituation. Und dann haben wir ja schon danach versucht, es ganz anders zu machen, auch hinten dann ein bisschen was umgestellt, auch personell umgestellt, und dann auf Dreierkette umgestellt mit Kiwi, mit Steffen, Robin. Und das war dann, glaube ich, so der Zeitpunkt, ab dem dann defensiv eine größere Stabilität gewonnen worden ist. Wir haben glücklicherweise, es waren wichtige Spiele noch vor der Winterpause in Karlsruhe, in Cottbus, wo wir schon Erfolgserlebnisse sammeln konnten, ein bisschen positiver in die Winterpause gegangen sind, in der Winterpause personell ein paar Dinge verändern konnten. Ja, und seitdem, das kannst du natürlich jetzt seit Januar, das kann man jetzt mit der Hinrunde jetzt wenig vergleichen. Wir haben 10 Spiele abgegeben, 8 dazu bekommen. Das ist natürlich schon ein relativ großer Umbruch in einer Winterpause. Aber die Spieler waren zum Teil schon hier, viele kannten sich, sodass einfach sich sehr schnell so ein Mannschaftsgefüge gebildet hat und wir auch das Quäntchen Glück hatten, wirklich mit den Personalentscheidungen weitgehend richtig zu liegen und das alles so hinbekommen zu haben. Und klar, dann mit den Erfolgserlebnissen, mit den positiven Gefühlen entwickeln sich natürlich andere Dinge und dann plötzlich wird alles andere auch wieder stabiler, bis hin hier zum Umfeld, das ist ja logisch. Und deswegen haben wir da die Situation natürlich jetzt, ist eine ganz andere als in der Hinrunde, und auch zu dem Spiel in der Hinrunde ist jetzt nicht mehr vergleichbar. Klar, andere Ausgangssituation. Gibt es weitere Fragen? Alles beantwortet? Sehr gut, wunderbar. Dann sehen wir uns am Samstag. Vielen Dank. Dankeschön.